Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, beim letzten Mal haben wir uns hier schon die Ölteile hingestellt, damit wir nicht vergessen, die anzuschließen, weil wir brauchen etwas mehr Petroleumgas, um mehr Plastik zu haben für die roten Schaltkreise. Das machen wir mal noch kurz. Öl haben wir ja mehr als genug. Vorerst. So, und dann verbinden wir mal den ganzen Spaß. Ja, ich hoffe, dass diese Aufnahme alles glatt geht. Mein Setup hat sich hier ein bisschen geändert, mit dem ich aufnehme. Und das ist sozusagen jetzt die erste Aufnahme mit frischem Equipment. Da hoffen wir mal, dass alles gut geht. So. Er arbeitet alle fleißig. Wird trotzdem weniger. Gut. Schön. Ist noch genug drin, ja. Dann nochmal das ganze Plastik mit. Und dann sprengen wir mal alles, was uns in die Quere kommt, an Klippen. Und kümmern uns mal um die roten Schaltkreise. Und holen noch mal Kohle. Und während wir sozusagen rumeideln im Inventar, können wir ja vielleicht noch ein paar rote Flaschen hier, rote, von den schönen blauen Fläschchen hier herstellen. Als ich auch früher wissen müssen. Nein. Dann werden wir nämlich die Elektroöfen jetzt irgendwie erforscht. Es ist noch ein bisschen früh. Aber mir gehen die Folgen aus. Hat alles ein bisschen länger gedauert als gedacht. Und deswegen muss ich jetzt unbedingt aufnehmen. Sollte erstmal reichen. So. Wir brauchen dann noch ein paar Motoren. Die werden ja auch irgendwo provisorisch hergestellt. Gleich. Ach, alles. So. Jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Klippen hier. Und schon ist alles viel leichter. Wir brauchen etwas Kohle. Ja. Möge es das letzte Mal sein, dass wir das machen müssen. Das würde mich sehr freuen.
Bisschen aufteilen. Ja, so. Gute Schaltkreise könnten wir auch hier mitnehmen. Dann kümmern wir uns mal, dass die blauen hier mal gleich in das System hier reingeschmissen werden. Können die sich schon mal hier fröhlich drinnen verteilen? Ja. Allgemein braucht die Forschung gerade ewig. Warum? Keine grünen, weil die hier fehlen, weil die grünen Schaltkreise fehlen, weil da ein Fließband fehlt. Oh Mann. Das habt ihr bestimmt schon längst gesehen. Euch gefragt, wie kann man das nur machen? Oh, meine kleinen Fabriken, ihr seid langsam. Ja, wir brauchen noch irgendwo noch ein bisschen mehr Kohle. Das, was wir da gerade reingekippt haben, ist weg. Ja, dann werden wir gleich mal das da abreißen. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Und das blockiert uns da ein bisschen den Platz da unten. Eisenmangel erstmal behoben. Und die Grünen werden auch hier hergestellt. Super. Es staut sich hier auch langsam. Was fehlt dir? Eisen. Könnte ich auch mal nachtanken. Ich habe doch eine Kiste dafür. Ja, wenn die Forschung da oben durch ist, dann werden wir gleich mal die Öfen reinschmeißen. Aber jetzt erstmal. Können ruhig noch ihren Dampf verbrauchen. Und dann hat sich das. Yay. So. Wir wollen leckere Öfen. Danke. Kommen gleich wieder ein paar Fläschchen rein. So, und hier bauen wir jetzt erstmal kurz ein Lager ein. Ja, die Queue ist gerade ein bisschen belastet. Das macht nichts, tauschen wir einmal durch.
Fürs Erste sollte. Das ausreichen, aber mir gefällt nicht, dass nur einer rausgeht. Wir haben ja keine Belader. Machen wir es einfach so. Schmeißen wir mal kurz Strom ran. Und wir brauchen dann hier noch einen kleinen Balancer. Ah, wie hat man den nochmal gebaut? Oh Mann, bin ich raus. Kann das hier nämlich brav weiterarbeiten. Und ein bisschen Munition für die Mauererweiterung schon mal auf Halde produzieren. Können wir da ordentlich loslegen, um uns Sorgen zu machen, dass uns an den anderen Fronten die Munition ausgeht. Paar Fläschchen rein. Kommt ihr auch einfach weg. Wir brauchen diesen Platz. Gut. Ja, also wir werden hier später wirklich anfangen, die richtige Automatisierung einzubauen. Das hier oben ist ja nur so ein Provisorium, um das herzustellen, was wir wirklich brauchen. Also hier wird dann alles anfangen. Also hier werden, denke ich mal, die Schmelzen zuallererst herkommen. Und dann. Wird das sich von hier neu aufbauen. Deswegen werde ich mal jetzt schon mal ein bisschen Klippen sprengen hier. Damit die erstmal nicht mehr im Weg sind. Und die kann erstmal noch bleiben. Die hier allerdings nicht. So, schon viel besser. Wie der ganze Unsinn weg ist. Die Mauern werden auch wieder fleißig auf Reserve hergestellt. Und dann geht es ja bald an die Flugroboter. Ja, das wird auch nochmal richtig interessant, wenn die Flugroboter losgehen. Weil, wie gesagt, wir wollen ja viel mit dem machen. Also werden wir auch sehr viele brauchen. Also wirklich sehr viele, glaube ich. So, fast die Hälfte haben wir schon.
Beschleunigung können wir auch hier noch zwei Maschinen mitarbeiten lassen. Bisschen mehr Geschwindigkeit, was das angeht. Dann hoffe ich mal, dass das schon ausreicht an Rohstoffen. Dann werden wir noch mal ganz kurz jetzt unser Inventar ausmüllen. Das ist heute eher so eine Vorbereitungsfolge, bevor es denn so richtig losgeht. Ich werde es auch ein paar Minuten länger machen. Weil momentan haben wir auch deswegen nicht so viel zu tun. Außer vielleicht schon mal Stahl zusammenzutragen. Was brauchen die denn? Stahl, erweiterte Schaltkreise und Ziegelsteine. Also Ziegelsteine ein paar mehr auf Lager nehmen. Wie viel haben wir hier? Viel zu wenig. Gut. Das. Tja, um Stein müssen wir uns dann wohl auch noch mal kümmern, oder haben wir das schon gemacht? Da bin ich mir gerade unsicher. Eisenerz haben wir angeschlossen, die beiden Kohlefelder da oben. Nee, Stein haben wir nicht gemacht. Richtige Steinschmelze, dann passt das. Ja, warum verbrauchen wir hier so wenig Rohstoffe? Weil die Forschung so elendig langsam ist. Die wieder reinschmeißen. Und dann läuft das auch erstmal wieder. Ja, was könnten wir denn vorbereiten? Stahl. Eine Stahlkiste für Stahl. Schön. Dann machen wir das mal. Einfach einen schnellen Greifarm. Mal hier rum. So, Stahl ist gesichert, Stein ist gesichert, erweiterte Schaltkreise. Hier noch genügend Plastik, ja, ihr seid ja auch nicht gerade die schnellsten. Ja. Ich würde sagen, solange wir hier warten,
Bauen wir mal die Mauer zu Ende. Oder? Ich wünschte, man hätte eine Anzeige, die einen sagen würde, wie viel einem noch fehlen. Das wäre wirklich fantastisch. Naja, wir brauchen aber auf alle Fälle eh mehr Motoren. Rohre und Zahnräder. Zahnräder brauche ich eh. Da rüsten wir auch mal die Kiste auf, genauso wie hier und hier. Dasselbe gilt für hier. Einfach mal ein bisschen auf Reserve. Die hier mal eine Weile herstellen. Na komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Schafft das, meine Fabriken. Kommt schon. Schon mal bereit. Sammeln hier alle Rohstoffe ein, die wir haben für Öfen. Jawohl. So, dann wollen wir mal zuallererst. Ich umüffne in Auftrag geben. So, Forschung. Machen wir einfach mal eine Zwischenforschung. Kabel und den ganzen Quatsch. Okay. Dann werde ich jetzt mal anfangen, so zu bauen, die Fabrik, wie ich später sie auch mit den Hobbys betreiben möchte. Das mache ich ab unter dem Kupfer hier ab. Diesen komischen Greifen, was denn da? Ich habe das ja schon da oben gesehen. Ich baue ja immer dieses Muster. Und hier eine Anbieterkiste. Meistens in die Mitte und Anforderungskisten außen. Wir brauchen Kupferkabel. Schaltkreise und was noch? Plastik.
ein bisschen Strom. Dann werden wir jetzt einfach mal dafür sorgen, dass wir genügend Kupferkabel auf Reserve haben. Hätte ich ja noch ein paar Stickgreifarme, aber wir müssen sparen, wir brauchen Lichtbogenöfen ohne Ende. Gleich nochmal. Ihr seid viel zu langsam. Ich habe es verstanden. Ihr seid immer noch viel zu langsam. Okay, dann holen wir mal ein bisschen Plastik. Von Hand. Ach, jetzt geht's auf immer. Ach, die wollten mich doch verarschen. So, dann können die mal anfangen herzustellen. Und so wird große Teile der Produktion aussehen, jedenfalls von den Standardrohstoffen. Dann können wir noch kurz gucken, bevor wir die Folge beenden, was wir noch brauchen für Flugroboter. Eigentlich nicht viel. Die besseren Ölgedönse, Schmierstoffe, Elektromotore, Robotertechnik. Also 150. 200 ein bisschen, 275, vielleicht zu 300 Fläschchen. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen vorbereiten, dass wir, also einfach ein bisschen laufen lassen, dass wir genügend Lichtbogenöfen haben, um die Schmelze zu bauen. Ja, und vielleicht produziere ich auch noch ein paar von den Wissenschaftsfläschchen in der Zwischenzeit in meinem Inventar. Ja. Ja, ich lasse das einfach mal durchlaufen. Dann, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.